Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Barbara wollte gerade anfangen, aber sie konnte nicht, weil sie sich die Haare machen musste. Also habe ich mir die Kamera geschnappt und gedacht, das mache ich jetzt mal selber. Wir haben nämlich etwas, das wollten wir euch zeigen. Das habe ich gerade schon aufgemacht. Ich weiß selber nicht genau, was drin ist, weil es kommen, glaube ich, einige Sachen an in verschiedenen Größen und so weiter. Deshalb. Okay, das ist auf jeden Fall kein Möbelstück. Nein, ich glaube eine Vase. Oh, die grüne vielleicht. Aber ich glaube, das wäre zu klein dafür. Oder die ist kleiner, als ich gedacht habe. Doch, du hast recht. Ist die Vase. Ja. Tada! Oh, oh, die ist echt cool. Schön! Oh, die wird hier perfekt reinpassen. Ja. Die gefällt mir richtig gut. Mir auch. Sie sieht auch sehr hochwertig aus. Sie ist gut verarbeitet. Ja. Sag mal, ist das eine Vase oder soll da eine Kerze rein? Nee, Vase. Okay. Ja, wir können es auch als Kerzenhalter nehmen. Vielleicht ist da das neue Geschirr drin. Nee, zu leicht. Das wiegt nur 2 Kilo oder so. Aber ich glaube, das sind Gläser. Dafür, dass ich Sonnenwein-Junkie bin, muss ich zugeben, ich hatte nie richtige Rotweingläser. Oh. Wow. Das gefällt mir. Schön. Echt gut. Und ich glaube, die Weißweingläser auch, aber wir hatten noch Sektgläser bestellt, die sind dann nicht in dieser Lieferung. Ah, das sind nur die Rotweingläser. Ah ja, okay, das macht Sinn. Allerdings kann man sich dann schon mal ungefähr vorstellen, das kriegen wir ja nochmal. Gott, das wird wieder so viel Müll. Genau, an Sekt und an Weißweingläsern. Das bedeutet, ja. Diesen Karton kriegen wir mindestens noch zweimal. So ist das, wenn man umzieht. Ich bin total gespannt, was hier drin ist. Mein Schreibtisch. Jetzt steht auf dem Schild ein anderer Name als auf der Internetseite. Oh. Ich weiß nicht. Okay. Aber ja, ich denke, wir müssen ihn mal auspacken, um das herauszufinden. Der Holzton passt einfach so gut, wie sich hier dieses Dunkle so widerspiegelt. Wenn der erstmal ein bisschen weg vom Boden ist, wird der ganz leichte Unterschied auch nicht mehr auffallen. Hey, voll cool. Ja, es gefällt mir richtig gut. Genauso habe ich es mir auch in etwa vorgestellt. Und das, den Holzton echt gut ausgesucht. Gar nicht so einfach, etwas zu finden, was so zu dem Boden passt. Ja, eben, genau. Ich dachte mir, das hier spiegelt sich auch ein bisschen hier wieder. Und ursprünglich war meine Idee mal, halt wirklich so rum das zu machen. Damit du so schön in den Raum guckst, alternativ war die Idee, den ganz hier an die Wand zu stellen, weil es eigentlich ziemlich genau passen dürfte. Oh ja. Wenn meine Berechnungen hier stimmen. Vor allem dann hast du es immer noch hell, aber hast nicht so dieses krasse Gegenlicht vom Fenster. Und hier meintest du einen Spiegel. Ganz genau, ja. Ich mag das Fach. Ja, das macht an der Wand auch mehr Sinn. Irgendwie. Ja. Ist schon wahr, eigentlich. Wir verlinken euch den auch mal unten, falls ihr den auch cool findet. Okay. Damit du schon mal das draufstellen kannst, bevor der ganze Rest ankommt. Ja, aber guck mal, wie das passt. Sieht aus wie bei Pinterest. Naja, wird es zumindest, wenn es fertig ist. Ich glaube, ich finde es aber an der Wand echt besser als so mitten im Raum. Ja, der Raum ist zu klein dafür. Aber meinst du so an der Wand oder hier an dieser Wand? Weiß nicht. Müssen wir mal gucken, wenn du da den Spiegel hinmachen willst. Wie groß, wenn der ankommt, wie das aussieht. Ja, der würde schon nicht weder den Schrank noch den Schreibtisch berühren. So breit ist der dann auch nicht. Tiefer. Weiter nach links.
kannst du beim Arbeiten immer in dein schönes Gesicht gucken. Wow! Das habe ich mir ja schon immer gewünscht. Vor allem, wir haben ja in Möbelhäusern geguckt und es gab einfach keinen Schreibtisch. Mhm. Und damit meine ich nicht, es gab nicht so einen Schreibtisch, sondern es gab keine Schreibtische. Ja. Punkt. Ja, ich habe auch immer nachgefragt, die meinten alle, nee, Schreibtische haben wir nicht. Nur Wohnzimmer und Schlafzimmer. Mhm. Bad noch und so. Aber. Und Küchen, jede Menge Küchen. Es ist mittlerweile 1-2 Stündchen später und ich habe mich umgezogen. Heute mal silberner Schmuck, habe ich lange nicht mehr getragen irgendwie. Und das ist halt immer Gold. Ich drehe jetzt nämlich ein Video für Barbara Sophie. Ich wollte eigentlich... oh Gott. Mami kann nicht filmen, wenn du so süß bist. Und das Wetter ist nicht so deins, huh? Immer noch nicht. Das Video, was ich gleich drehen wollte, wird vielleicht auch für viele von euch interessant sein. Also, wenn wir dran denken, verlinken wir es euch. Aber das kommt erst am Montag online. Ah, Moment. Und der Vlog am Dienstag, dann wird es ja sogar passen. Es wird so ein bisschen ein Organisationsvideo, wie ich mich im Alltag organisiere. Ah, hört ihr eigentlich das Lispeln? Also, weil ich sage das jetzt immer allen Leuten, wenn ich eine Sprachnachricht aufnehme, wenn ich telefoniere, ich so, ich habe gerade eine Zahnspange bekommen, sorry, falls ich lispel. Und alle so, hä? Ich höre gar nicht, dass du lispelst. Selbst Laura, die meine Stimme in- und auswendig kennen muss, weil wir labern sehr, sehr viel miteinander, selbst sie sagt so, hä, habe ich gar nicht gemerkt. Das klang nur so ein bisschen, als wäre deine Nase zu. Also, interessant. Vielleicht hört ihr das deswegen auch gar nicht so stark. Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich bei jedem S-Laut irgendwie so ein S-Laut oh, nervig rede. Aber gut. Mensch, wenn ihr Zähne hier wäre, dann könnte ich euch irgendwas Lustiges erzählen. Aber Hähne ist nicht hier. Schmecken dir deine Eier? Die sind sehr gut. Sie sind zwar runtergefallen, aber trotzdem sehr lecker. Bist du sicher, dass wir das jetzt machen wollen? Nee. Okay, Aufklärung. Wir haben uns gedacht, diesen Haufen mal zu sortieren. Und da hinten um die Ecke ist übrigens auch noch so ein Haufen. Weil wir haben noch mehr Kartons in unseren Zimmern. Und, also ich zumindest in meinem. Und die sollen alle nach oben. Aber wo nach oben, solange das hier ist und ja. So, hier könnt ihr einmal den Zwischenstand sehen. In diesen Kisten sind eigentlich nur Barbaras Wintersachen. Und hier nur die Bücher. Und das Filmequipment habe ich jetzt in die Mitte mal gepackt, weil da müssen wir öfter mal dran. Ja, und hier ist ein kleiner Schreibtisch und ein bisschen Müll. Ja, also so weit, so gut, würde ich sagen. Hey Leute, es ist der nächste Tag. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben in letzter Zeit so Spaß an dieser super schlechten Lip-Sync. Es ist so heiß mal wieder. Allerdings. So blöd, dass oben noch nicht renoviert ist. Da haben wir nämlich tatsächlich unterm Dach eine Klimaanlage. Die sehr gut funktioniert. Und die man auch wirklich braucht, wenn man auf dem Dach zumindest, also so unterm Dach. Ja, unten ist noch mal heißer. Oh. Maya hat, wie man hier in ihrem hübschen Gesicht sehen kann, leider eine Zecke. Die müssen wir gleich rausmachen. Und mit wir, ja, meine ich dich. Und das, obwohl, und das sieht man auch, finde ich, ich sie halt mit Kokosöl eingerieben habe, weil es hatten mir so viele geschrieben, dass das ganz gut hilft. Und ich habe nur einen Esslöffel genommen, aber guckt mal, wie fettig das Fell geworden ist. Was macht ihr denn dagegen? Also ich finde das irgendwie, ich weiß nicht. Ach, ich habe schon mit so vielen Sachen versucht, sie einzureiben. Sie kriegt die trotzdem immer. Hm. Wenn man ein Mensch ist, wird man dafür überall sonst zerstochen. Oder kriegt Sonnenbrand. Hunde können auch Sonnenbrand bekommen, aber Maya nicht. Wir haben uns übrigens letztendlich dagegen entschieden, sie zu scheren, weil das war so der allgemeine Tonus in den Kommentaren und ich habe mich dann auch nochmal erkundigt, bisschen gegoogelt und ich bin nicht so überzeugt davon, bei einem Hund wie Maya das Fell abzuschneiden, so kurz. Also scheinbar kühlt sie das tatsächlich auch ein bisschen, so wie es jetzt ist. Wir kriegen gleich noch Besuch. Deswegen habe ich die Quiche von gestern in so kleine Stückchen hier geschnitten, ein paar Nüsse hingelegt. Das ist nämlich nur der Mittagssnack. Später machen wir... Okay, ich erzähle später weiter. Oh
Okay, was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir kriegen heute Besuch von unserer Familie. Ich habe mir gedacht, es wäre doch lustig, Cocktails zu machen. Henriks Papa ist gerade auch angekommen. Und er hat für Maja was vom Metzger mitgebracht. Oh Maja, du bist so verwöhnt. Immer wenn Besuch kommt, kriegt sie weniger zu essen von uns, weil alle sie immer füttern. Es ist mittlerweile irgendwie gleich 10 Uhr und wir hatten einfach so einen schönen Tag. So ziemlich warm, aber wir saßen im Prinzip den ganzen Tag draußen im Schatten und haben die Sauna genutzt und den Jacuzzi. Ja, wir haben sehr, sehr gut gegessen und mittlerweile sind alle gefahren, weil morgen ist Montag und wir machen jetzt den Abwasch. Ich habe gerade angefangen, die Spülmaschine auszuräumen, die Gott sei Dank schon fertig war. Die erste, jetzt kommt die zweite. Boah, ich liebe dieses Gefühl, wenn einfach alles am Vortag, also beziehungsweise am selben Tag, noch gewaschen ist oder gespült oder wie auch immer. Und man morgens, wenn man aufsteht, nicht in so eine dreckige Küche kommt, in der noch weiß ich nicht, was alles rumsteht, was überhaupt nicht nach Frühstück riecht oder aussieht. Ja. Sehr froh, dass wir das noch gemacht haben. Wollte ich an der Stelle nur sagen. Wow, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben für alle vegetarische Burger gemacht und alle fanden es gut. Niemand hat gesagt, dass es nicht gut sei. Also keiner von denen ist überzeugter Vegetarier oder sowas. Insofern waren alle ganz begeistert davon und ach, die freuen sich alle so, hier zu sein. Und irgendwer meinte dann auch, bei uns zu sein ist wie Urlaub. Das fand ich voll das Kompliment. Das war richtig schön zu hören. Das zeigt, dass sich alle wohlfühlen und so. Das ist total cool. Das freut mich richtig. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder. Gute Nacht. Es gibt ein Problem. Ein Teichproblem. Ja, das Problem ist grün und hat ungefähr 2.500 bis 3.000 Bewohner, schätze ich. Boah, es sind bestimmt noch mehr. Oh mein Gott, der ganze Teich ist voller Mückenlarven. Ja, aber wirklich komplett voll. Ich zeige euch das mal. So, also hier kann man schon sehen, wie unfassbar viele das sind. Ich hoffe, das spiegelt nicht allzu sehr. Und man erkennt das hier. Die Sonne jetzt natürlich in den Teich scheint, aber... Ja. Wir verfluchen dich, du blöder Teich. Das ist nicht einmal Fisch oder Algen. Algen sind eigentlich doch drin. Genau, das ist nämlich das zweite Problem. Falls euch das aufgefallen ist, das Wasser ist nicht nur grün, sondern auch wahnsinnig trüb. Also... Irgendwie müssen da Algen drin sein und noch irgendwas, was das Wasser auch noch trüb macht. Ja, das Ding ist halt, als wir hier eingezogen sind, hatten wir ja Probleme mit der Pumpe. Die ist ausgefallen, weil wir irgendwie mit dem Außenstromkreis Probleme hatten. Dann stand die 3 Tage lang einfach still. Und jetzt läuft die zwar wieder, aber ja, so wahnsinnig stark in Bewegung ist dieses Gewässer jetzt auch nicht dadurch. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, bei den Temperaturen bilden sich einfach so wahnsinnig schnell irgendwelche Mikroorganismen. Und ich meine, ich finde das hier mit dem Bambus, was auch immer das ist, super, super schön. Aber es ist im Prinzip im ganzen Garten die einzige Hecke sozusagen, die Blätter verliert. Was natürlich direkt neben dem Teich auch so ein bisschen wenig sinnvoll ist, weil die Blätter auch ständig hier reinfallen. Irgendwie, unser Besuch hat gestern den Gartenteich gekeschert. Irgendwie jeder, der hierher kommt, hat Spaß dran zu keschern. Das ist so komisch. Aber scheinbar beruhigt es irgendwie die Leute. Das hat Philipp nämlich auch schon gemacht und gestern auch mein Papa.
Und noch so ein Bekannter von uns. Und egal, wie viel man rausholt, es kommt halt ständig was nach. Und wir müssen uns jetzt echt gut überlegen, was wir mit diesem Ding hier machen, weil das kann so nicht weitergehen. Also das Erste, was ich jetzt machen würde oder was wir gerade gegoogelt haben, was man machen sollte, ist halt so diese Larven beseitigen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Naja, dann würde ich sagen, irgendwas gegen diese Algen. Und dann müssen wir uns überlegen, ob man das Wasser nicht einmal komplett austauscht. Aber da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung und würde lieber jemanden fragen, der sich da besser auskennt. Das ist halt so krass. Vor 2 Tagen konnte man hier noch auf den Grund gucken. Ich meine, so ein bisschen grünlich war es immer schon. Ich fand das eigentlich immer sehr schön. Ich mag das, aber jetzt durch diese Hitze hat sich das alles so schnell verändert. Ja, das denke ich auch. So denke, oh Gott, wir müssen jetzt echt handeln, weil wenn in 2 Tagen so eine Änderung passiert, was ist dann erst in einer Woche? Boah, und jetzt stellt euch vor, diese ganzen Mücken würden schlüpfen. Ich meine, ich bin eh schon voll von Mückenstichen, wirklich. Ich wache jede Nacht auf, weil irgendwas so krass juckt, dass ich zum Kühlschrank laufe, um mir Kühlakkus zu holen, um meinen Körper so zu kühlen, weil ich sonst einfach anfange, wie bekloppt zu kratzen und dadurch wird es immer nur noch schlimmer. Ja, das kommt von den Gassi-Gängen, weil wir haben uns überlegt, Maya ist ja zu heiß in der Sonne, also gehen wir jetzt nur noch im Wald Gassi. Und am besten in Bachnähe, weil da geht sie ja so gerne in den Bach, naja. Bachnähe, noch so ein stehendes, also nicht ganz stehendes Gewässer, aber dieser Bach bei uns ist schon... Ja, ja. Letztens hat irgendwer unseren Blog geschrieben, Freunde von mir haben auch einen Teich, der ist viel klarer als eurer. So, ja, danke. Ja. Aber man muss dazu sagen, als wir das Haus übernommen haben, war der Teich jetzt auch keine Schönheit. Ja, und jetzt ist halt die Frage, was sollen wir damit machen? Weil irgendwie finden wir, so wie das jetzt da steht, ohne Fische, ohne Pflanzen und ohne die Möglichkeit, da wirklich so schwimmen zu können, ist das irgendwie ein bisschen dämlich. Ich meine, es sieht ganz cool aus, finde ich, aber... Ja, ja, vielleicht, das habe ich auch schon mal überlegt, vielleicht wäre es ja auch so eine günstigere Alternative, einfach so eine Art, noch irgend so ein fließendes Element, so ein Plätscher-Buddha-Brunnen oder sowas reinzumachen. Habe ich auch schon überlegt. Weil dann hast du wiederum so einen optischen Effekt, sowas Meditatives, Angenehmes, Ästhetisches, also wie Fische. Ja, dann wiederum... Dadurch, dass es jetzt auch so wahnsinnig heiß war, als wir eingezogen sind, die ganzen letzten Wochen, haben wir überlegt, ob wir das mit dem Pool nicht doch umsetzen, obwohl wir am Anfang so waren, keine Ahnung, werden wir das nutzen. Eigentlich ist der Teich super ungünstig gelegen, um da einen Pool hinzubauen. Es sieht zwar cool aus, finde ich auch, es war auch das Erste, was ich mir gedacht habe damals, als wir hier waren und das Haus dann übernommen haben, dachte ich so, boah, das könnte man eigentlich nochmal 1 Meter tiefer buddeln und dann hat man einen schönen Pool. Aber das hier ist die Südseite. Und jetzt ist es zwar morgens, aber hier haben wir halt mittags, wenn es am wärmsten ist, immer sehr viel Sonne. Wohingegen hier dieser Bereich, der jetzt hier in der Sonne ist, so halb, wenn wirklich Mittagssonne ist, komplett abgedeckt ist, weil hier Schatten hinkommt vom Haus. Das heißt, eigentlich wäre hier wirklich der beste Platz, um so einen Pool hinzubauen, weil der größte Kostenfaktor bei einem Pool eben das Beheizen ist. Also zumindest bei der Instandhaltung sozusagen. Jo, und dann haben wir noch eine zweite Sache, die sich auch ein kleines bisschen problematisch entwickelt hat. Und zwar haben wir jetzt mal diese Polster, die hier in der Sitzecke waren, rausgenommen. Die stehen jetzt da hinten auf unserem Müllberg. Da, wo ich gestern die Kröte gerettet habe. Stimmt, habt ihr vielleicht auf Insta gesehen. Die Vorbesitzer hatten hier ein Planschbecken stehen für den Sohn. Und wir überlegen, was wir damit machen, weil irgendwie haben wir diese Sitzecke nie genutzt. Der Grund, weshalb diese Polstermöbel jetzt im Übrigen auf dem Müll stehen und nicht mehr hier, ist der, dass die nass geworden sind oder was auch immer, warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sich da tausende von Insekten auch drin eingenistet und wir haben die umgedreht und auf einmal kamen da aus so kleinen Löchern über so Larven und Maden. Richtig ekelhaft. Ja. Deswegen ist das echt keine gute Lösung. Nee, so ist es jetzt auf jeden Fall schon besser und man muss auch sagen, der Abfluss da unten ist auch nicht sonderlich effektiv. Ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, was das Ding angeht, wird, glaube ich, die beste Lösung sein, einfach eine Terrasse draus zu machen und fertig. Dieses Loch da, ja, das ehemalige Planschbecken. Ja, weil dann hat man nämlich auch einen schönen Schattenplatz zum Sitzen. Also, wie ihr merkt, es gibt viel zu tun im Hause. Henemeyer-Barbus.
Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht können wir ja ins Gartencenter fahren, statt in den Baumarkt, um dieses Insekten-Ex da zu kaufen, weil ich wollte ein paar Kräuter pflanzen. Ja, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Also, sehen wir uns im Gartencenter wieder.